आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवम् ओम। Also wie kommt es überhaupt zu dieser falschen Identifikation? So why does this wrong identification, this mistaken identification happens in the first place? This mistaken identification happens in the womb of the mother. Die fehlerhafte Identifikation erfolgt bereits im Bauch der Mutter. When the child is in the womb of the mother, then it is breathing and eating through the mother's umbilical cord. The umbilical cord of the mothers and the child. And the child knows that it is a soul, and slowly the body is being built around the soul. The body of vibration. Then on the 9th month, the baby is ready to be born. It still thinks it is the soul. Then the baby is born. And then the doctor, he has to cut the umbilical cord. So the doctor, I do not know exactly what the process is. The first the umbilical cord is cut, the baby is turned around and pat, is given a patak, whack on its buttocks, and then hum sa hum sa. So it starts breathing. Till it's breathing, it knows I am the soul and not the body. But when it starts breathing, the heresy of mistaken identity happens, because the currents of breath fuse itself so much into the body that it begins to feel I am the body and not the soul. I am the corpore and not the salin. But till it is born, till the breath starts, the baby thinks it is the salin and not the body. Once the breath starts, the mistaken identity happens and the baby thinks itself to be a body and not the salin. Und der Prozess beginnt eigentlich schon im Good Körper. Question. Gute Frage. Der Prozess beginnt eigentlich schon, während das Baby sich im Körper der Mutter befindet, in der Gebärmutter, und dort ernährt sich ja das Baby durch die Nabelschnur und atmet im übertragenen Sinne auch durch die Nabelschnur der Mutter. Und in diesem Zustand weiß das Kind noch, dass es die Seele ist und nicht der Körper, auch wenn sich der Körper langsam aus den Schwingungen in die Physis hinein entwickelt. Dann wird das Kind geboren und dann ist noch der Überzeugung, es sei eine Seele und nicht der Körper. Aber in dem Moment, wo die Nabelschnur durchschnitten wird und das Baby einen Klaps vom Arzt bekommt und der Atem das erste Mal in den Körper des Babys eindringt, findet diese fehlerhafte Identifikation statt. Und die Kraft des Atems ist so stark, dass die Seele sich beginnt, mit Körper und Atem zu identifizieren. So, in order to reverse the psychology, in order to change the Gestalt, you know, the Gestalt. Und um die Psychologie, die Gestalt, ihr wisst ja, was das heißt, I am giving you the practice of the Omkar Kriya. Um das gibt euch Guru Nath die Praxis des Omkar Kriya. Ja? Ja? See? Seht ihr? Okay. Okay. Good question. Everybody understood? Hat das jeder verstanden? Das war eine gute Frage. Did the Verstand understand it? Der Verstand versteht das zwar. Okay. Yes. Alak Niranjan बोलो श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।